Ganz, ganz wichtig noch vorm Video zu sagen, in dem Video sind viele alte RP-Clips drinne mit unglaublich vielen Regelbrüchen. Ja, die Regelbrüche sind alle schon ziemlich alt und wurden natürlich schon längst sanktioniert. Also an den Supporter, der gerade schon die Google Docs aufmachen will, mach sie wieder zu und jetzt Abfahrt. Abfahrt rein, Thomas Hartmann. Okay, Junge. Oh, Digga. Jungs, es reicht jetzt. Thomas Hartmann. Okay, was jetzt machen wir jetzt? Gib mal meine Knarre bitte. ATM oder was? Ja, weißt du? Können wir machen, das ist ja geil. Mann, ich hasse diesen scheiß Schnee, es geht mir so auf den Sack, Mann. Kannst du aber nicht fahren? Ja, leider, komm. Dein Auto ist noch nicht annähernd ganz. Kann noch reparieren. Okay, ich mach, okay? Es geht schon los, geht schon los. Polizei! Nee! Digga, gar nicht gecheckt. Digga, ja, es kann nicht sein. Ab. Schusscall irgendwann machen? Nein. Warum, hä? Warum pitten schon, hä? Ist nur einer. Okay, dann lock den raus und dann nehmen wir den einfach alles ab. Ja. Er hat's Karlwinder. Ja, aber ist halt F, wenn die Verstärkung gerufen haben. Nein, du bist so dumm. Digga, Junge. Alles gut. Wir werden hier oben, wir fahren uns hoch. Ja, okay, ja, smart. Machen wir hier noch nicht, fahr weiter. Ja, fahr weiter. Okay, ja, wir machen hier. Wir geben uns. Was ist denn? Na, wie wär's, ich steigen erstmal aus und nehmen die Hände in den Kopf. Ich steig gar nicht aus, holen sie uns doch raus, tasern sie uns doch raus. Jetzt, wir machen, ich steig aus. Aussteigen. Hennoch, Waffe weg. Umdrehen. Denkt ihr wirklich, dass das was bringt? Wir fahren jetzt erstmal hier weg. Okay. Stehen bleiben. Ich komm doch, entspannt. Fahren jetzt erstmal hier weg. Schnell weg. Wir haben nur zwei Sitze, das ist nur zwei. Jungs, kommt schon, hört auf mit der Scheiße. Das bringt doch eh. Sie sind leise, bitte. Mach schneller! Du, ich zähl schon mein Alti, Mann! Fertig? Hi. Ja, cool, ehrlich. Hopp! Die Hopp! Hände hoch! Ja, Jungs! Weil der so lange gebraucht hat. ATM-Raub. Wollte ich eigentlich durchfunken. Das Problem ist, dass meine Stimmbänder aufgegeben haben und ich während der Verfolgung versucht habe, die zu fixen. Hier hat es dann wieder geklappt. Die Typen meinten, dann auszusteigen, mit Waffen zu bedrohen, Panikbacken. So, die Herrschaften, kennen Sie Ihre Rechte? Nein, ich kenne meine nicht. Hallo? Ja. Ich kenne meine Rechte nicht. Das war deine Idee. Nein, es macht keinen Unterschied, von wem ist die Idee. Was sind beide mit Täter? Kann ich entfesselt werden, hallo? Okay, ich entfesselt werden. Anscheinend können sie ja nicht entfesselt werden. Sonst wäre es ja schon passiert. Weiß ich nicht. Kommen wir zum Problem. Sie haben den ATM aufgeknackt. Sage ich nicht zu. By the way, also wir wurden immer noch nicht die Rechte vorgelesen. Okay, das Schöne ist, da ich das jetzt immer noch machen kann, da ich Ihnen noch keine Straftaten vorgeworfen habe. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet. Haben Sie Ihr Recht verstanden? Ja, habe ich. Möchten Sie etwas dazu sagen, was wir Ihnen vorwerfen? Ich weiß ja gar nicht, was mir vorgeworfen wird. Sachbeschädigung, versuchter Diebstahl, Freiheitsberaubung sowie Raub. Wie definieren wir Raub? Also was habe ich gemacht angeblich? Eine Person mit einer Waffe an den Schädel zu halten, ihr Sachen abzunehmen und Sachen zu zerstören, zählt nach dem Gesetz als Raub. Habe ich nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht? Sie beide sind schuldig, weil sie beide je einmal mindestens die Waffe auf mich gerichtet Nein, haben. Nein, habe ich nicht. Aber sie haben mich durchsucht. Nein, habe ich nicht. Ich habe es nicht einmal in ihre Tasche gegriffen. Weder ich saß die ganze Zeit im Auto. Hören Sie jetzt? Ach, sie saßen die ganze Zeit im Auto. Die sechs Beamten, Nein, die Blaulicht und Sirene ankamen und mir ihre Aussagen bereits übermittelt haben, sicher bestätigen, dass sie im Auto bei der Festnahme Nein, wir brauchen hier ja gar nicht. Oh, Moment mal, mein Freund. Selbst wenn haben sie sich über eine geplante Straftat nicht informiert haben. Das wäre sogar noch Verschleierung einer Straftat und Beihilfe zum Raub. Aber ich habe keinen Raub begangen. Polizei nicht gerufen? Ja, das stimmt. Doch, ich habe gar nicht gesehen, dass sie ausgeraubt werden. Ach, sie haben es gar nicht gesehen. Also auf jeden Fall, wir brauchen ja hier ja nicht diskutieren. Ich will auf jeden Fall in den Gerichtsprozess. Selbst wenn ich den Raub fallen lasse? Na, der Raub wird mir gerade vorgeworfen. Ich sage, ich habe den Raub nicht begangen, deswegen muss ich einen Gerichtsprozess geben. Wenn sie den Raub komplett fallen lassen, dann ist natürlich alles clean. Wir werfen ihnen noch Besitz illegaler Gegenstände vor. Wieso? Weil sie Dietrich haben. Ja, den Dietrich, Scheiße. Das stimmt, den hatte ich, gebe ich zu. Ja, ich weiß, ich bin gut. So, dann... WTF.
gleich wieder da. Zähle ihre Strafe zusammen und dann rufe ich den Staatsanwalt. Freiheitsberaubung, das hast du vorhin ja gestanden. Wieso Freiheitsberaubung? Ein Officer an seinen Tätigkeiten. Ich hab sie Person. Nicht einmal. Das ich gibt eh nur eine Geldstrafe. Also na, ich gestehe das aber nicht. Dann gestehst du es halt nicht. Dann ja, das halt vor Gericht. Sie fragen, sei mal leise. Haben. Sie fragen mich, ob ich es gestehe. Nicht, was ich jetzt zu tun habe, ist das klar? Nein, sei sie ruhig. Fragen mich, ob ich es gestehe oder nicht. Dann sage ich, ich gestehe es nicht und du schreist mich an. WTF, bleiben Sie mal entspannt. Dann beruhig dich. Meine Güte. Pack die mich an, WTF. Gut, also. 95 Monaten. Ja. Ja, wir haben trotzdem noch die Freiheitsberaubung. Also, du willst mir wirklich erzählen, dass du mir keine Waffe an den Kopf gehalten hast. Hab ich und nicht bei diesem Überfall mitgeholfen. Habe ich nicht. Ich habe ihm keine Waffe an den Kopf gehalten. Na, Akte wurde ich mal geschrieben, Mann. Nach meiner wird dir geschrieben. Ich habe ja kaum was gemacht. Kann ich freigelassen werden, hallo? Hä, was ist das für eine dumme Frage? Aber ich habe auch noch einen freien Anruf. Sie haben einen freien Anruf, dann nennen Sie mir mal einen Paragrafen. Dann muss ich ja machen, aber... Oder wo hier ein freier Anruf geht. Das haben Sie mir selber in meinen Rechten vorgelesen. Sie haben das Recht nein, auf die Benachrichtigung einer Vertrauensperson. Ich kann Sie nochmal. Und Sie können mir ja sicher sagen, von wem Sie denken, dass Sie einen freien Anruf haben. Also, wie Sie natürlich schon aus meinen Akten herausgelesen haben, war ich schon sehr, sehr oft hier. Und bei jedem einzelnen Vergehen in der U-Haft hatte ich einen Anruf frei. Wo geht's jetzt hin? Ich kann anrufen, hab ich doch gesagt. Oh, oha. So, ich muss nämlich also hab ich doch einen freien Anruf. Nein, haben Sie nicht. Aber warum darf ich dann nicht diskutieren? Ah, okay. Und wir bringen Sie übrigens gleich ins Gefängnis. Nee, ich gestehe meine Taten nicht. Haben Sie aber vorhin schon gesagt, dass Sie das gestehen? Nein, nicht ein Wort habe ich gesagt, dass ich das gestehe. Wo? Sie haben das... Was? Ja, warten Nein. Sie, dann zeige ich Ihnen gleich mal die Bodycam. Ich habe gesagt, dass ich den ATM begangen habe, aber nicht, dass ich Sie mit einer Waffe bedroht hätte oder sowas. Ja, das meine ich ja auch. Aber den Rest haben Sie ja gestanden. Wegen Freiheitsberaubung diskutieren wir ja beide immer noch. Na, genau. Deswegen... Ja, genau. Ja, genau. Habe ich auch noch nicht gesagt, dass Sie es gestanden haben. Da haben Sie gerade gesagt. Hä? Damit meinte ich doch die anderen, wo wir vorhin drüber geredet haben, dass Sie die gestanden haben. Ich dachte, die wollen Sie jetzt auch wieder nicht gestehen. Aber ich meine jetzt einen Deal. Sie sind hier schon eine Weile. Ich würde Ihnen 15 Monate abziehen. Dafür, dass Sie hier jetzt schon eine Weile sitzt, bedeutet, ich würde Ihnen die Freiheitsberaubung entlassen und Sie dann jetzt endlich ins Gefängnis bringen. Bedeutet, ich würde Ihnen die Freiheitsberaubung entlassen. Wait a minute! Gut, da ein Hände auf den Rücken. Dein Freund kommt nämlich auch gleich mit. Nee, ehrlich, kannst dir nicht ausdenken. Dieter, flieg uns mal außerhalb von der Stadt. Bis in einen ruhigen Ort, wo keiner hinkommen wird. Das heißt, wir gehen erstmal in Zivilkleidung. Dann fahren wir zum Schwarzmarkt, kaufen uns dort einen Dietrich. Fahren wir so weit wie möglich weg von der Stadt, gehen dort zu einem ATM-Automaten, brechen den auf, holen uns das Geld. Und sobald ein Polizeiauto kommen sollte, steigt ihr alle schnell in den Helikopter ein und wir fliegen direkt los. So dass es keinen Kopfschmerzen gibt, kein gar nichts mit der Polizei. Jetzt holst du uns Abmarsch. Let's go. Ben, ich sag dir nochmal, ich gebe dir mein Ehrenwort. Ich bin ein Knecht, wenn ich es nicht mache. Wenn einer erwischt wird, schlagen wir den Bullen und dann sind wir auch mit dran. Oh, warte mal, da ist gerade einer. Nee, dann warte noch. So. Ja, ich drück den Muskel jetzt. Abmarsch. Ja. Okay, wir gehen in den Hubschrauber, oder? Okay, los. 4 Sekunden. 5 Sekunden, 6 Sekunden. Wo ist Dieter? Der hat, glaub ich. Nein. Warte. 70% jetzt noch. Bullen. Komm rein. Polizei. Wegfliegen! Legen Sie weg! Nein, ich kann das Ding nicht steuern. Ich will runter. Weg! Was ist denn? Entfernen Sie sich oder ich muss eine Sperre zu einem Hand. Entfernen Sie sich! Sofort entfernen! Sofort! Ich kann es nicht! Lass, wir stellen uns. Raus! Hey, mach! Entfernen Sie sich, ich ziehe mit der scharfen Waffe. Ja, chill. Chill doch. Haben wir's bald? Ja, ganz gut. Hände hoch tun. Warum? Jetzt nehmen Sie die Hände nicht mehr. Hände hoch! Sofort, genauso stehen bleiben, ich werde sie festnehmen. Die beide weg! Suspending, wir wurden von zwei Leuten attackiert, weil wir seinen Kollegen, der beim ATM war, festgenommen haben. Eine Person am Boden, zwei Personen in Gewahrsam bräuchten noch weitere Kurzzeiteinheiten für TV-Abtransport sowie Absicherung. Also kennen Sie den Herrn, der den ATM gemacht hat? Nein. Sie nur darüber in Kenntnis gesetzt haben, ne? Dadurch, dass die Beihilfe zum schweren Diebstahl da drinnen war ein Raub? Besonders schwerer Fall des Diebstahls, dass sie Beihilfe geleistet haben, werden sie dieselbe Strafe bekommen wie der
Kommt in den Raum. 25 Minuten, das kriegt man hin. Willst du uns rausholen oder nicht? Ich würde euch rausholen, ja. Wir können auch den Trick mit dem Fass machen. Trick mit dem Fass, dann machst du das Fass an diese Treppe mit Gitter, ne? Legst du da hin das Fass und dann kannst du auf das Fass gehen und dann über das Gitter springen. Ja, aber dann sind wir auf so einem Gelände auf den Dächern. Ja, und dann, ihr könnt vom Dach runterspringen. Ich bin da, bin oben drin. Wir sind oben, Ja, ich hab, geht hoch. Wir kennen den Weg, Dieter. Das ist nicht der Sprungvergang, wehe. Hier ist ein Auto oben, Wo denn? Ah! Stimmt, da ist ein Auto oben. Wir müssen jetzt hier runterspringen eigentlich. Okay, jetzt Cafeteria, Oh mein, Nein, wir treffen uns drauf. Warte, komm mit, Cafeteria ist draußen direkt. Wir sind auf dem Dach der Cafeteria, geht das auch? Ja, geht auch. Ich glaube, wir sehen da. Ja, wir sehen da. Siehst du mich hier oben? Ja, ja, ja. Okay, was wie jetzt? Jump dort irgendwie runter auf das Dach, von dir aus. Ja, genau dort lang. Ist auf. Ja, ist auf. Sag doch was. Ja, ist auf, rennt. Junge, ich krieg's auch nicht hin. Die Boah, komm mal rein, trag uns mal. Jungs, tschüss. Ja, jetzt, ich bin nicht. Schnell. Haut rein. Wo ist Motorrad? Ja, das steht davor. Hey, vielleicht muss ich dich tragen, Jungs. Los. Jetzt ist fahr, Digga. Fahr hierhin, ich hab markiert. Digga, Jungs, nein! Oh. Jawohl, ihr seid ausgebrochen. Du bist ausgebrochen, ja. Und jetzt, gib mir mal. Ey, die wurde alarmiert! Steig auf, einer steig auf. Ja, hast du was, Ding? Fahr! Hol Thomas. Ich weiß nicht, wo Thomas ist. Auf der Autobahn. Hinter dir. Thomas, steig auf. Wo redet der Typ nicht, hallo? Achso, sorry, ihr habt mich nicht gehört. Ich bin ja dumm. Sorry. Jetzt höre ich mich wieder. Digga, oh mein Gott, das ist ausgebaut, Digga. Egal, es ist der Linkslader rum. Das ist von mir, Jungs. Du musst Berge fahren, Landschaften. Die Bullen kommen uns safe entgegen. Wir müssen untertauchen erstmal. Fahren den Wald. Ja, Fahr hier rein, fahr in die Schule. Ich weiß. Wir chillen hier eine Weile, oder? Digga, sind die Besten. Ey, Digga, danke schön. Was ist das denn? Du steh auf, verarsch mich nicht, Digga. Oh mein Gott, wie unlustig kann man sein, wenn du jetzt aufstehst. Ich schwöre, Wer ist er eigentlich? Und warum ist er auf unserem frisch gemähten Rasen? Gib mal eine Erklärung ab hier. Ich scheiß da drauf, auf euren frisch gemähten. Geht los, fahr los. Was für fahr los? Steig mal lieber aus meinem Auto. Oh, entführen sie uns. Wir werden entführt. Hey, Jungs, die in der Loa schieben Stress, ne? Ich sag, die sollen aus Auto steigen, die fahren mit. Und jetzt callen die mich. Ja, also nicht gecallt, aber die sagen die ganze Zeit, dass ich sie entführen soll. Bring sie mal zum Anwesen, dann könnt ihr mit der Sinaloa-Liederschaft reden, warum seine Leute so Faxen schieben. Ah, du bist ja Dings, Oktogramm. Nein, da will ich nicht rein. Ich hab sie schon mitgebracht. Hier sind sie. Komm raus. Ja, hier sind... Habt ihr irgendeine Autofarbe so standardmäßig? Wir haben eine weiß unterbunden lila. Warum ist dein Auto denn rot? Sag zu dir, steig aus meinem Auto aus, du steigst nicht aus. Dann sagst du, ich empführe euch, funkst was durch. Was laberst du? Hast du gerade gemacht? Halt die Fresse, Bruder! Oh, ich werde angerufen. Also wenn ihr jetzt respektlos bist du mich vielleicht am Flughafen abholen? Ich muss doch irgendwie hier wegkommen. Ich hol dich, ich versuch dich so schnell wie möglich abzuholen. Abu, guck, es war so, halt mal die Fresse hin oder? Hä? Respektlos. Guck mal, jetzt war so. Warte mal, ruhig. Wie abgefuckt der Sinalo ist. Sinalo, ich wünsche euch einen wunderschönen. Hat jemand ein Auto? Wir haben leider kein Auto. Komm, wir müssen schwimmen. Turm geht schneller. Wir mal schön jetzt alle zu Oktogramm fahren. Oh, ja. Die meinen, dass wir alle sehr frech wären. Jungs, los. Der Heli wird dauerhaft hochfliegen und gucken, ob dort jemand ist. 3, 2, 1, aussteigen. Und gibt's jetzt ein Problem, Sinaloa, oder? Oder was? Also wir haben Stress gemacht, oder was? Wer war das von euch, der das... Thomas. Also ihr kommt hier hin... Also einer aus meiner Fraktion hat mir gesagt, dass ihr Stress gemacht habt. Ja, Sinaloa, pack erstmal eure Langwaffe aus. Was ist das denn für ein Respekt? Nein. Was, Mann? So, Jungs, wir gehen rein, wir legen das auf Spaß. Halt die Schnauze jetzt, sag mal kurz leise, jetzt geht. Halt die Schnauze jetzt. Thomas, wo bist du? Ach, Bruder, das war deswegen gestern, ne? Meint ihr mich oder einen anderen Thomas? Guck mal, das war so. Hä, die meint ja vorhin mich. Dann kommt dieser eine Thomas, das kleine Opfer. Ach so, das. Ich kann ja Thomas nach vorne. Thomas, Hartmann! Verpiss dich, du Hansohn!
Ja, das war ich. Und ich hab gesagt, das soll sich aus meinem Auto verpissen. Wenn ihr das hier so wollt, ihr steht, ihr packt jetzt entweder die langen Waffen weg mal und wir können auf normaler Ebene reden oder wir müssen es anders klären. Wir standen auch zu dritt. Du bist dann die ganze Zeit durch die Mitte gerannt. Darf ich nicht gehen oder was? Ja, darf ich nicht im Auto sitzen oder was? Gangster hier. Puller, Gangster, Alter. For life, Alter. Ja, man, Puller, Puller, Alter. Puller, was soll das jetzt? Wie, was soll das jetzt? Nächstes Mal, Sinaloa, wenn ihr was zu reden habt, kommt ihr nicht direkt mit Langwaffen. Ihr könnt doch normal mit uns reden. Jetzt halt immer noch meine Frage so, warum seid ihr hier? Ich will den Konflikt ja klären. Konflikt. Mit Langwaffen und so. Also ihr habt Langwaffen dabei, ihr steht mit keine Ahnung wie vielen Leuten vor unserer Tür. Ja, Bruder, kleine Masse. Mit einer kleinen Abmasse. Ja, so mit Sinaloa Frogmas. Wisst ihr was? Forderung bis Samstag 100 Minikits 100 Westen. Zahlen wir nicht, sag ich jetzt schon. Zahlen wir nicht. Wir werden uns versprechen. Wir werden uns versprechen. Kommt rein, alle rein jetzt. Alle rein. Alter, Digga, die werden gefällt. Lauf. Wiedersehen, ne? Bye. Wir haben um 21.10 Uhr voraussichtlich was zu tun. Wir gehen heute mal jemanden besuchen. Allerdings nicht im Friedlichen. Wir nehmen mal ein paar Waffen mit. Ja, cool. Hab keine Scheiß drauf. Schön Nachbarn, ungefähr, keine Ahnung, 400 Meter Luftlinie. Scheiße. Fuck, ich hab keine Langwaffe. Wenn wir die dort alle umlegen, stellen wir denen noch eine schöne Forderung und dann hat sich der Abend. Wenn wir alle umlegen. Wir gehen dort nachher rein, scheppern die um und stellen denen dann eine Forderung oder stellen die zumindest an die Wand. Ich bin mir ziemlich unsicher, ob ich dann kann. Versuch's einfach, bitte. Mutti wird das verstehen, wenn du kurz ein paar Leute tötest. Mutti wird das verstehen. Junge, Digga, was soll ich hier? Also mehr Sinn macht schwere, weil Prizi, du hast immer nur einen Schuss und wenn die mit ADW auch schießen, ne? Also soll ich mit schwerer? So, Abfahrt. Ah, Digga, mal gucken. Der nach rechts gefahren ist, fährt jetzt wieder rückwärts. Digga! So peinlich. Wir warten mal. Lange brauchen. Krieg ich mit auf der Straße im Limit. Was geht hier ab, so, Digga? Ich denke euch viel Spaß mit den Tröten. Danke fürs Laufen. Danke. So, wie kann ich euch helfen? Bist du gerade Ranghöchster? Ich bin der 12er, ja. Also wir waren bei euch. Deinen Leuten, Levi, glaube ich, gemeint hat, er musste zwei von mir slicen. Du redest gerade mit Levi, aber Kopf hoch. Und außerdem, mich stört gerade, dass deine Leute wie ein Nissen über die Dächer laufen. Heilige. Die Hummel im Arsch, oder was? Ihr kommt hierher und steigt mit Waffen aus den Autos aus. Deine Jungs sind heute auch alle mit Langwaffen ausgestiegen wegen der Forderung. Nur mal so, ja. Damit du Bescheid weißt. Songwunsch. Ah, ne, auf YouTube. Ja, okay, Digga. Es sind auch eigentlich sehr viele. Wir haben eine Forderung von 2 Millionen gestellt, weil 2 meiner Männer das gleiche. Also, Sinaloa, Forderung von uns bleibt dementsprechend bestehen. Ich hoffe, ihr zahlt die aus. Ich würde euch raten, die zahlt ihr aus. Ja. Oh fuck, jetzt kracht's. Ich hasse es. Dann darfst du jetzt einmal deine Hände hochnehmen. Call raus. Digga, meine Ding. Er bewegt sich nicht. Call draußen, Wechsel rein. Jungs, kommt. Oben. Hier, danke. Links vom Anwesen sind Zweier. Oben da. Auf dem Dach. Immer noch. Dach liegt, Dach down. Zwei Backstabber, Jungs. Jungs, fick die. Hinten zwei. Oh mein Gott, er hat ihn so gefickt. Digga, ich hab halt nur so eine behinderte Waffe. Ich krieg dich ab. Hello there. Dach 2. Ja. Digga, war das los, Digga. Hilfe. Wenn wir die dort alle umlegen, stellen wir denen noch eine schöne Forderung und dann hat sich der Abend. Ein wunderschönen Tag. Immer wenn es Geld dabei hat, immer mit dem Kopf rumlegen. Hä? Was ich mache? Ich fahr grad so in der Stadt ein bisschen rum. Plan für heute? ATM-Rob. Nein, machen ATM-Rob jetzt. Ja, machen wir jetzt mit zwei Autos oder wie mit zwei Autos? Ja, ich hol ein Auto raus der Auto. Hier aber erklären wir mal genau den Plan. Plan ist so, ich check aus, mach ATM-Rob, du ziehst deine Maske noch ab, dann schießt du so ein bisschen auf der Straße und guckst ein bisschen und wenn die kommen, sagst du es. Auch ich ab und wenn ich 80 fahre, ich werde nicht über 100 fahren, probierst du dich zu pitten an der Seite, da nicht von hinten. Mit 80 fahren, wenn du vom ATM-Rob raus. Ja, noch, weil die chillig sind.
Ja, okay. Hier. Ist leider ein paar Autos. Um zur Poststelle 8031. 8031 Wirbelpark da. Stell dich irgendwo hin, stell dich irgendwo hin, irgendwo hin. Ich mach schon los. Fahr zum Wirbelpark dahin. Da sehe ich vergessen, da kommen die meisten. Ja, und was, wenn die von der anderen Seite kommen? Ich guck da schon hin. Du guckst da vorne hin. Ich habe immer noch nicht den Plan richtig gecheckt. Also, wenn die kommen, soll ich die wegpitten. Und dann machst du das. Vom Würfelpark aus ist alles gut. 50%. Kannst direkt zu mir kommen, machst du bei mir auch. Ich bin fertig. Gib mir Schlüssel weiter. Du mir auch. Ja, ja, ja. Du guckst. Zusammen. Wie brech ich ab? Mit welchem Muskel? E oder G? PD. Moin, wie geht's euch? Ja, Jungs, bleibt einfach alle stehen. Der Hopi. Jetzt sind 80 vom RTM. Ey, die verfolgen mich, helf mir. Wie geplant, helfen. Verlangt. Stehen oder sie werden gepittet. Ey. Lila noch mal zählst. Nein, das ist gut. Ich komme. Ich seh dich. Sind die nah bei mir dran? Ich seh direkt hinter dir. Amister, bremst ab und dann warte. Fidi, von rechts dran. Wo bist du? Hab's hochgenommen. Um mich drum. No! Und so langsam, please, Bruder. No! Hello there. Bist angefahren. Hab gechoked. Ich hab sie richtig hochgenommen. Ja, ich hab sie abgehangen, indem ich da reingefahren bin und dann wieder direkt rausgefahren bin. Ich hatte eigentlich nur einen Unfall aus Versehen und dann haben die mich aber nicht gesehen und ich konnte easy abhauen. Wo? Wo? Ich weiß nicht wo. Ich versuche jetzt einfach mal da runter zu kommen, wo ich das letzte Mal war. Wohin? Scheiße, die haben den. Scheiße, aber wenn die Bullen mich sehen, bin ich auch am Arsch. Ach, Digga. Dann könnten wir nur am SG warten. Ja, das können wir machen. Wenn du den freien Anruf hast, versuch mich anzurufen. Ach du Scheiße, nein. Ja? Schönen guten Tag, Herr Hartmann. Sie sind der Besitzer eines lilanen Sportwagens, kann das sein? Wieso fragen Sie? Das ist LSPD und zwar haben wir Ihr Sportwagen im Zusammenhang mit einer Straftat feststellen können, weswegen wir jetzt die Vermutung haben, dass Sie Teil dessen waren. In einer Straftat? Mein Sportwagen, mein Aston Martin. Genau der. Ja, der wurde mir vorhin am Dings geklaut, am Abschlepphof. Wurde ihn geklaut? Okay, alles klar. Obwohl, nein, warten Sie. Könnte ich erfahren, wer da drin war? Vielleicht ist es doch einer von meinen Kumpels. Wenn der doch vorhin geklaut wurde, dann haben wir noch ganz klar entsprechend die Person, die das geklaut hat. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das heute oder gestern war. Oh, okay, ja. Yeah. Würden Sie bitte zum Mission Row PD kommen? Da ist dann mein Fahrzeug, oder wie? Kann ich das dann mitnehmen? Nee, dort werden wir mal feststellen, ob das die Person ist, die ihr Fahrzeug geklaut hat. Ah, ja. Ja, dann sehen wir uns gleich da. Jo, bis gleich. Ich brauche eine Pistole. Warum? Ja, dann könnte ich vielleicht einen PD-Ler bedrohen oder irgendwie. Ich versuche irgendwas zu machen. Ich muss in die Stadt fahren und fragen, ob jemand einen Waffenschein hat. Hallo? Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Hast du zufällig einen Waffenschein? Ja. Ich bräuchte eine Pistole. Ich zahle auch gut. Ja, können wir machen. Okay, können wir dazu einen Pistolen-Ler nicht mehr fahren? Ja, lass zu dem hier vorne links fahren. Oder hast du nicht Geld dabei? Nee, ich brauche erst am besten meinen Würfelpack, da hole ich schnell noch Geld auf der Bank. Okay, komm. Oh, bitte verarsch mich nicht, bitte. Ja, können wir da reingehen? Ne? Ja. Warte, ich gebe dir schnell das Geld. Kaufst du dafür die günstigste Pistole, die es gibt? Die günstigste? Ja, das wäre am besten. 40. Okay, ich gebe dir 60, okay? Okay, willst du auch noch Max? Also Munition? Ja, wenn du gleich Muni kaufst, wäre super. Danke, so. Danke. Okay. Okay, wir versuchen irgendwas. Ich glaube, es wird schief gehen, aber na wohl. Mal gucken. Moin, hallo. Moin, schönen guten Tag. Wer ist denn in der Wurft? Ist das Ihr Fahrzeug? Nee, das ist nicht meins. Das ist nicht mein Fahrzeug. Können Sie mal bitte den Ausweis geben? Ja, klar. Kein Ding. Mach ich das jetzt? Nimm mal die Hände hoch. Kein Panikbutton. Ich bring dich um. Hände hoch. Okay, pass auf. Du gehst jetzt runter und nimmst den Kollegen, dem das Lila in der Auto gehört hat, sofort mit hoch. Okay. Also in der Garage befinden sich Officer. Ebenfalls da drin. Das heißt, ich kann nicht reingehen, ohne dass die sehen werden, dass du eine Knarre mehr in den Kopf. Du funkst jetzt Leute an, die sagen, die sollen Ben Kruse hochholen. Okay. Moin, hallo. Entsprechenderweise soll jemand mal kurz in die Mission Row U-Haft gehen und einen Gefangenen rausholen, der aktuell festgenommen ist. Komm. Ich kann das leider aktuell nicht selber machen. Naja, niemand antwortet. Immer noch nicht. Okay, dreh ich mal um. Du rufst jetzt jemanden an. Okay, so? Nimm dein Handy. Ich ruf jetzt jemanden an, ja, okay. Ja. Scheiße, ich hab keinen Kabelbinder mehr. Das hätte ich dir jetzt mitgenommen. Darf ich auf die Live-Map schauen, wer hier ist, damit der ihn rauslassen kann? Ja. Du schreibst nichts. Zu lange am Handy, ich knall dich ab.
Ist nicht da, oder? Kommst du kurz, Mission Row? Du musst Kruse rauslassen. Wie kann ich mein Handy, so angewiesen. Rausholen. Wie heißen Sie der? Sie sollen Ben Kruse rausholen. Ja, der sagt Ben Kruse soll rausgeholt werden. Weiß ich nicht, den kenne ich nicht. Zu lange am Telefon, ich kann nicht ab. Die sollen ihn jetzt hochbringen oder ich... Ist ja gut. Soll ich auflegen? Bringen die den hoch? Lässt ihn gleich raus, ja. Die bringen ihn hier zur Eingangstür. Ich wollte das nicht machen, ne? Du warst mir eigentlich sympathisch. Aber wenn die ihn nicht hochbringen... Komm, wie lange die brauchen? Rufen sie einen an, der unten ist. Okay. Ruhig. Hände hoch. Nimm die Hände hoch. Beide eure Hände hoch. Okay, Digga! Was war denn, ey? Ja, gut, das Thema hat sich auch ganz schnell erledigt. Scheiß drauf, Digga. Punkt. Die Geiselnahme, die vom Mission Row stattgefunden hat, ist jetzt wieder Code 4. Ich hab gesagt, ist das Ihr Auto da unten? Weil das ist genau der LTM-Raub gemacht hat, ne? Und dann hat er mir auch einen Rot, den er rauslassen soll. So. Aber wie krass haben die Typen in der links und rechts abgefuckt? Auf einmal fragt er, wie er sein Handy raus soll, WTF. Entschuldigung, Sie müssen mal kurz in die Mutter gehen aufgrund dessen, dass scheinbar ein Suppenmännchen da unten auf mich wartet. Aber könnten Sie auf den aufpassen? Nein, dafür, dass Sie die Westen verkaufen dürfen. Ich hatte dich hier gerade vorm PD als Geisel genommen, wenn du dich fragst. Okay, du hast im Prinzip ihn hier als Geisel genommen vorm PD. Das war der Falsche. Gut zu wissen, perfekt, reicht mir. Wieso denn? Aber ich muss auch wissen. Ja, ich tippe dich gleich hin, keine Sorge. Achso, okay, I guess. Hä, darf man das nicht? Nee, Chef. Hä, warum? Aber das PD ist doch keine grüne Wiese. Ist es nicht. Aber es gibt dafür eine wunderschöne andere Regel. Nämlich haben wir hier wunderschönes folgendes Problem. Geiselnamen. Ja. Mitglieder von Staatsfraktionen dürfen nur mit einem triftigen Grund als Geisel genommen werden. Ferner nicht in oder in unmittelbarer Nähe von Staatsgebäuden als Geisel genommen werden. Staatsgebäude ist auch das wunderschöne PI-Chef. Gibt's dafür einen genauen Grund, warum das? Also ist das unrealistisch oder? Von einfach nicht. Kann ich dir nicht sagen, ist einfach gegen die Regel. Soweit ich weiß, hat Orga im Prinzip alles Mögliche gemacht, genauso wie andere Fraktionen, die einfach Geiseln genommen, vorm PD, hinterm PD, im PD. Ich bin so dumm! Genauso wie FIB oder sonstiges und dementsprechend gibt es jetzt wohl die Regel. Ständige Regel hast du leider Gottes gebrochen. Dementsprechend wird es dafür tatsächlich eine Sanktion geben. Ich habe mal eine kurze Frage. Zwar, ich glaube, ich habe noch ein paar Metagaming-Vorwürfe gegenüber Ihnen und seinem Kollegen. Gegenüber mir? Genau. Meine, ihr seid bekannt dafür, dass ihr auch einfach über Discord redet, der Uso, ich weiß gar nicht, wie du heißt tatsächlich. Entsprechenderweise, als ich ihn angerufen habe, meinte er, das Auto wäre geklaut und plötzlicherweise Telefon seine Meinung geändert, dass, oh, das Auto ist doch nicht geklaut. Ich glaube, ich vertue mich einfach nur gerade. War vielleicht gestern. Ja, da habe ich auch einen Gegenclip für, also wenn sie das... Also ich kann Ihnen sagen, warum ich das gesagt habe, weil ja. Erstens wollte ich am Anfang nicht damit reingezogen werden und wollte mich komplett raushalten. Dann dachte ich wiederum, dass er schon mal dasselbe für mich gemacht hat und wollte mich auch schon mal rausholen aus der U-Haft. Und deswegen dachte ich dann, ich sollte das lieber auch machen und habe dann das verändert. Und warum bin ich bekannt für Metagaming? Ich meine, da kursieren Videos definitiv im Internet rum, die auch öffentlich, womit sich auch profiliert wird. Von daher ist ja die Begründung nicht gerade recht unbegründet, würde ich sagen. Also nur weil das in der Vergangenheit so war, das stimmt, das gab es ja jetzt nicht allzu lange her, von daher. Was heißt nicht allzu lange? Ich weiß, ich habe das Video recht früh entdeckt. Ich habe vielleicht nicht aufs Datum geschaut, aber auch wenn in der Vergangenheit, ne? Wenn du einen Gegenclip hast und man das daraus erkennt, dann Marbel kennt man halt ganz klar, aber. Der Verdacht ist halt, musst du ja auch selber sagen, wenn du schon aus der Vergangenheit selber behaupten würdest, dass das passiert ist und jetzt früher, tatsächlich ja. Eine Situation passiert, wo man also auf einmal so direkt seine Meinung ändert. Upsala, das natürlich das kann man sich, so deine Erklärung ist nicht gerade unplausibel. Also wie gesagt, dein Gegenclip sollte da aber ausreichen. Ich fand das auch, dass ich die Meinung geändert habe, war schon ein bisschen weird, aber ja. Können wir uns den Gegenclip an im Discord einfach, oder? Ja. Können wir machen. Besser und vertrauenswürdiger, verstehst du? Aufgrund dessen, dass du schon früher damit accused wurdest. Das ist LSPD und zwar haben wir ihr Sportwagen im Zusammenhang mit einer Straftat feststellen können, weswegen wir jetzt die Vermutung haben, dass sie Teil dessen waren. Ja, der wurde mir vorhin Dings geklaut am Abschlepphof. Leider. Wurde ihn geklaut? Ja, der wurde mir geklaut. Klar. Obwohl, nein, warten Sie. Könnte ich erfahren, wer da drin war? Vielleicht ist es doch einer von meinen Kumpels. Wenn der doch vorhin geklaut wurde, dann haben wir noch ganz klar entsprechend die Person, die das ja, geklaut hat. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das heute oder gestern war. Oh, okay, ja. Yeah. Weiter, oder? Ne, alles gut, brauchst nicht. Okay. Ja, okay. Sieht mir jetzt nicht nach Meter aus, denke ich. Nee, dann muss ich wohl falsch liegen, aber alles gut. Dem aber auch sein. Das Ganze, was jetzt hier gerade passiert ist, geht ja trotzdem nicht. Ist ja trotzdem Regelverstoß, im Prinzip Fail-AP. Mal gucken. Was gebe ich dir dafür? Ich möchte mal so nett sein, ich gebe dir tatsächlich nur eine Ausweise von wunderschönen 3 Tagen. Okay.
Und von Feller P, du kannst gerne morgen einen Entbannungsantrag machen. Ich guck mir den ganzen Bums dann an und entscheid dann, ob ich dich entbanne oder nicht. Ist in Ordnung so für dich? Ja, ist in Ordnung, danke. Dann einen wunderschönen Tag noch, ja? Ja, danke Ihnen auch. Sie. Digga! Ja, das ist jetzt wieder Feller P. Digga, ich hab einen PD-Dealer. Ja, Digga, das ist so eine dumme Regel. Jetzt mal Real Talk. Warum darf ich sie nicht beim PD als Geisel nehmen? Geil, Digga. Das ist das geil, das ist krank. Scheiße. Ja. Jetzt gleich Bürgerkonferenz. Bist du auch da? Nee. Warum nicht? Bisschen gucken, was im Staat so abgeht. Was soll ich denn noch machen? Einmal bitte aussteigen. Ja, Jungs, kein Problem. Mach doch bitte einmal. Mit dem Rücken zu mir, dir. So. Kann hier jeder drauf heute, oder? Passt soweit. Ja. Habt ihr Auto überprüft? Stinker. Nein, Auto wird nicht überprüft. Ja, Bruder, der kann dann aber irgendwas rausnehmen. Ich hoffe, du hast keine Waffe dabei. Nein. Die durchsuchen dich vorne. Oh Mann. Danke fürs Verschieben. Jo, Bist du durch? Bist du durch? Ja, ich bin durch. Warte, ich komm bitte durch. Chill mal. Nein. Komm in den Raum rein. Komm in den Raum rein. Wo sind der jetzt? Komm hier rein. Ich komm nicht rein. Warum nicht? Wenn wir dann aufhören, komm ich nicht rein. Mit welchem Auto? Was ich anhab. Was ist denn da drinne? Nein, komm mit. Ben, komm doch. Komm doch jetzt, Ben. Ja, gibt's denn irgendein Problem, Sir? Ja, er muss sich umziehen. Ja. Machen Sie. Kann man sich so umziehen? Nee. Hä, wieso muss er sich denn erstens, umziehen? Erstens, weil ich das sag. Zweitens, weil ich das sag. Warum nicht? Wieder steht an. Hab ich ihm schon gesagt. Hey, sagen Sie ihm doch, was er sich Hab ich ihm schon gesagt, braucht dich das interessieren. Jetzt erst richtig. Ja, Dick. Nein, das kommt jetzt. Halt Oberkörper. Ja, aber guck mal mich an hier. Hallo, hier sind Löcher. Ja, das wird nichts. Komplett umziehen und gut ist. Ja, wir haben nicht mehr lange diskutiert oder du kommst auch nicht mehr rein. Fertig. Bitte, hallo. Zieh dein Hemd aus. Ja, und jetzt kann er doch rein, das oder? Geht nicht mal. Zieh dein Hemd aus. So, Freundchen, ihr beide, ich gebe euch jetzt eine Minute. Wenn ihr dann nicht hier runter seid mit dem Auto, dann kommt ihr nie wieder hier rein. Kann ich euch versprechen. Wieso darf ich jetzt nicht rein? Sag mal. Ja, geh rein oder zieh ab. Mehr gibt's warum nicht. Darf er denn nicht rein? Es ist scheißegal. Thomas, wie gesagt. Nur weil er Löcher im Hemd hat, nur weil er ein bisschen weniger Geld verdient als sie. Diskussion gibt's nicht, hab ich dir gesagt. Was ich jetzt da gar nicht beschweren. Was geht denn jetzt ab, Alter? Ja, dann lassen sie mich wenigstens mein Auto auspacken. So, du kommst hier nicht mehr aufs Gelände rauf, fertig. Was ist mit dem? Der stresst sich schon die ganze Zeit rum, will nicht auf mich hören und gut was ist. Was für? Das ist keine Diskussion, ich hab dir mehrmals die Chance gegeben, mehrmals ein Zeitlimit gesetzt, wann du zu gehen hast. Okay, nennen Sie mir jetzt mal genau. Ich hab dir schon genug Der Grund ist einfach, dass wir jetzt sagen, Punkt. Du jetzt weg hier oder ich werde verhaftet und bleib im Knast. Dankeschön, ja. Auf Wiedersehen. Ich rede mit ihm und nicht mit ihm, also müssen Sie. Mir scheißegal, da geht's lang, Abmarsch. Ja, mir aber nicht. Kann ich nicht wenigstens mein Auto noch auspacken? Nein. Ich könnte mich auch mit Handschellen zum Auto bringen. Dankeschön. Wie soll ich von hier nach unten laufen? Mach das mit dem. Sehr nett. So. Letzte Chance, ja? Ja. Aber ich muss ja auch noch raus mit dem Auto, ne? Ich würde aus dem Tor fahren, danke schön. Aus welchem Tor? Aus diesem Tor. Aus dem rechts oder links? Ja, links wohl. Wo ist denn sonst offen? Okay. So, tschüss, auf Nummer wiedersehen. Leck mich. So, einmal durchfahren. Oh, alles gut. Einmal durchgehen. Los jetzt. Ich versuche jetzt von anderer Seite nochmal drauf zu kommen. War er nicht eben hier? Hallo, bitte aussteigen. Hallo. Ja, kein Ding. Mal wieder aussteigen. Genau. Ja. Ich musste nochmal weg, deswegen. Alles gut. So. Sie können rein. Dankeschön. Rein oder raus, entscheiden Sie sich. Sie haben eine Minute Zeit. 2 Minuten. Also rein, Auto einfahren. Stark. Renn. Alter, ich hab's wirklich geschafft. Thomas, ich hab's geschafft, Mann, war der dumm. Der eine hat mich rausgeworfen und ich bin einfach durch die andere Seite rein. Der Typ hat einen Motorradhelm auf. Jungs. Angemessen gekleidet. Fühlen Sie jetzt sich angemessen gekleidet? Klar. Ja, also nicht angemessen gekleidet. Nur weil ich weniger verdiene als Sie, wollen Sie mich jetzt hier ein bisschen ist mein Ziel. Halt mal euer Maul. Wenn Sie die Absicht haben, diese Veranstaltung zu stören, wird es Ihre letzte Veranstaltung hier gewesen sein. Beim sonstigen Programm, wir haben hier in San Andreas einen aufstrebenden Künstler, eine aufstrebende Künstlerin namens Carolina Frosch. Frau Carolina Frosch ist ein Aufstrebender, der hier am Start San Andreas und hat uns gebeten, heute hier die Nationalhymne singen zu dürfen. Oh Gott. Nein. Oh, can you see by the dawn's early light the through the
Ja, mit dem pinken Hammer können Sie mal mitkommen, bitte. Weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob Sie hier nicht vorher schon mal verwiesen wurden. Nein, das ist der. Oh, say, das ist das Spangled Banner, yeah, babe. Scheiße. Zugabe. Dann kommen Sie bitte einmal mit. Ich danke Ihnen, Frau Brusch. Ne, Houston will Ihre Stimme zurück. Könnten Sie bitte einmal mitkommen? Ja, meine bitte. Sie vor mir, ja, Sie bitte einmal mitkommen. Ja, mit dem kein Ding. Hauptprogramm, meine Vorsicht. Damen und Herren. Ja, so ein Autosfest bitte. Und kann ich mal kurz vorher Ihre Dienstnummer bitte? 55, jetzt einmal bitte den Personalausweis. Warten Sie mal. Ja, sagen Sie mir mal, wie Sie heißen. Thomas Hartmann. Haben wir zufällig einen Bruder, der Hartmann heißt? Können, wie aber auch das BCSO. Haben auf den nee, Straßen. Tatsächlich nicht. Gut. Hör, warum? Warten jetzt. Mal, besser gesagt, warte mal. Warum wäre ich jetzt festgenommen? Warum wäre ich jetzt festgenommen? Kann es sein, dass wir sie gerade eben schon mal verwiesen haben? Ja, das ist also genau ich bin der. Über das... Warten Sie, sei mal kurz. Das ist ein ganz witziger. Mein Gott. Wie wissen Sie? Hä? Nein! Nein. Ich wollte nicht verwiesen. Wieso bin ich sonst hier reingekommen? Erklären Sie mal. Ja, habe ich genau gesehen. Brauchst du gar nichts ausreden. Kannst du so sparen. Kann ich wegen mein Auto noch rauspacken? Kannst mich am Arsch lecken. Ich werde jetzt freimachen, sonst du noch irgendwie mal innerhalb der Zäune kommen. Knall ich dich direkt ab. Dann knallst du mich direkt ab. Okay, perfekt. Was hat er da versucht? Komm zurück. Hallo, was ist los? Die haben mich rausgeworfen, die Hunde. Komm, wo bist du? Ich bin hier vor dem Tor. Wenn du rausgehst rechts, kannst du mich irgendwie reinschleifen wieder? Ja, kann ich machen. Ey, kletter noch drüber, hey. Scheiße, guck mal, ha, genau auf dich, Digga, Bruder. Ja, die haben genau auf mich geguckt. Überwachungskameras da. Ich muss irgendwie reinkommen, mein Auto wenigstens kriegen. Bruder, was für ein geiler Panzer. Ah, warte. So, kommst du mal her. Was machen Sie denn? Hallo? Hey, darf ich denn hier so, nicht? So, gehen Sie, stellen sich dort oben hin. Stellen sich dort oben hin. Warum? Stellen sich dort oben hin. Was machen Sie denn da im Busch? Also, ich überfall dich auch. Weg. So, was machen Sie denn hier? Ja, hä, darf ich hier nicht sein? Das ist doch öffentlich geschlossen und so. Das ist ein Formulierungsgebäude, also kommt es nicht irgendwie spanisch vor, oder? Ich hab ne Idee. Nein, ich mach runter mit dir, verpiss dich, sonst bist du verhaftet. Auf. Ich bin doch gar nicht auf dem Zaun oder im Zaun. Was mach ich denn? Ja, ich bin hier, alles gut, öffentlicher Raum. Nee, ich wollte ja irgendwie mir hochgenommen haben, dass sie das so in Ruhe haben. Was machen Sie immer auf dem Gelände? Nein, das Ding ist, darf ich wenigstens da noch mein Auto ausfahren? Nein, gehen Sie runter. Warum nicht? Warum? Platzer weiß. Ach, Jungs. Ey, nicht schießen. Hände hoch. Deine Hände hoch. Warum ich? Warum ich? Sie dürfen mich gar nicht abschießen. Darf ich? Ich hab eine Waffe in der Hand. Nein. Sie sind voll. Warum nehmen Sie mich jetzt fest? Was hab ich gemacht? Warum ich überhaupt? Ich hab nichts gemacht. Also, wir haben hier mal Herr Hartmann. Ja, und Ben Kruse. Herr Kruse. Hiermit haben Sie Platz soweit. Sollten Sie nochmal drauflaufen? Ja. Werden wir Waffengewalt anwenden. Und wenn sie dabei getötet werden, ist es mir scheißegal. Haben sie das verstanden? Das war ein Monolog. Das war kein Dialog. Ja. Sie haben nichts dazu zu sagen. Ja, ist mir egal. Sie waren mitgefangen, mitgehangen. Und runter. Ja. Keiner gibt Thomas Hartmann im Platz zu Wir umlaufen. Einfach einen Kopf in Fortnite. Im Kopf. Hä? Das Ding ist, die Tore sind zu. Das ist offen. Okay, das linke Tor ist offen. Aber da sind zwei Digga, ich fühle mich wie in so einem Story-Game. Bist du? Ja, ich versuche hier drauf zu kommen, weil das ist überall Armee. Man kann hier hinten reinklettern, aber ich komme nicht bis zur Garage. Das wird ein bisschen zu schön. Und hier steht auch direkt ein Pedila. Ach da, ich sehe dich, ja. Ey, der holt ab. Jetzt, warte mal, jetzt gleich ist die Chance. Ich weiß jetzt. Hier raus? Nee, fuck, ist zu. Warte, komm ich links raus? Bitte, sonst bin ich... Ja, links ist offen, wie ich es gewusst habe. Scheiß PD. Warte, wir fahren einfach aufs Gelände. Nee, Alter. Wir machen das. Wir haben hier immer Waffen dabei. Oh. Oh, ist dumm. Fahr zurück, Digga. Kann man noch rein oder ist schon zu spät? Müssen Sie sich auf Service fragen, wir sind gerade beschäftigt. Also. Kann man noch rein oder ist schon zu spät? Es ist nicht meine Entscheidung, ich schau mal kurz. Pfeife mal rein und dann reingehen wieder.
Lass machen. Ah ne, da kommt einer. Die Tür zugemacht, haben die Tür zugemacht. Jetzt sind wir. Wollen wir reingehen oder wollen wir jetzt warten, bis vorbei ist? Geh du mal rein. Nein, wenn dann beide. Mach jetzt mal nicht den. Aber jetzt hier rumstehen, bis vorbei ist, ist auch dumm. Lass doch versuchen, okay. Reinzukommen. Ich lala, komm, lala. Junge, komm. Bleibt stehen! So hier. Ja, ich schätze mal. Kann das für die? Mach doch hoch! Ja. Bitte bleiben wir. Ich hab's. Ich glaube, ich noch einer irgendwo. Ich sehe doch noch. Alter, Erwin, nicht gesehen. Alter. Steh auf! Das wird fatal. Die Hände in die Höhe. Wie bitte? Die Hände in die Höhe. Scheiße, was ist denn los? Was ist eure Mission? Keine Ahnung, wir hatten einfach Bock. Warum haben sie den erschossen? Er hat die Hände hochgemacht. Richten, dass sich jede Person auf diesen Start. Ihre Dienstzimmer? 1142, leck mich. Sorry. 1142. Ja, geht gar nicht. Will die Zimmer mal 3 zahlen? Sagen Sie mir Ihre Dienstnummer. Das ist Ihre Pflicht. Ey, dein toller Typ da mit seiner Drecksmarke hat den erschossen, obwohl er die Hände hochgemacht hat. Was? Warum haben die hier geschossen? Warum sie hier geschossen haben? Keiner hat hier geschossen! Außer der Typ da mit seiner Drecksmarke. Obwohl er die Hände hochgehabt hat. Was haben Sie denn da drin gemacht? Sie wurden doch von uns verwiesen, oder nicht? Nein, kann ich mich nicht dran erinnern. Warten Sie mal, Sie sind Thomas Hartmann? Nein, das halte ich ja nicht. Ja, dann bringe ich den selber mal zum PD. Ey, dieser Typ hat so einen Stock im Arsch, ne? Soll ich was dazu sagen? Wie bitte? Soll ich was dazu sagen? Zu was? Digga. Was ist denn? Gibt's irgendwas? Ja, was wollen Sie denn nicht. Jetzt sagen? Ey, Sie kommen doch an, Mann! Sind Sie irgendwie auf den Kopf gefallen? Meine Fresse. Ja, Polizeigewalt. Ich bin Militär, geil. Ich weck mir ihr Gesicht, ich beschwör mich. Machen Sie das. Perfekt. Geiles RP. Geknebelt, ich kann nicht mehr reden. Engel ist ein Engel, nein. Nein, hier ist ein Engel hier. Mit wem redet der? Mit den 3 Typen. Er könnte sein, dass er mit den Ausreise bekommt, sagen Sie. Er guckt den ganzen anderen mit denen. Und Ausreise bekommen. Ha. Was? Der Ausreise bekommt der jeder. Ja, ne, er hat verlassen. 1-1-10 ja, oder so. Und der andere hoch. Nee, doll. Echt jetzt? Nee. Welcher waren das? Wer hatten die Ausreise? Die, der, mit denen du geredet hast. Oh, ich glaube, jetzt kommt er zu mir auch. Nee. Augenbinde entfernen, Knebel entfernen. Hallo? Ja, du darfst reden. Warte, sorry, warte. Meine Augen wurden verbunden. Wer von euch wurde gerade angeschossen? Wir wurden beide angeschossen. Wer wurde erschossen? Ich. Wurdest du getasert? Ja, und da, ja. Okay, gut. Ich hab denjenigen, habe ich gebannt für dich zur Information? Ja, ich wollte eigentlich nicht, aber gut, ja, egal. Der hat von mir einen Tagesbann gekriegt, alles gut. Okay. Wegen RDM. Geil. Ja, okay. Aber ihr habt von der National Guard schon eine Ansage gekriegt. Getrickt bekommen, richtig? Ja, vorne. Aber ich verstehe nicht, warum ich am Anfang. Weil ich habe ja nur mein Auto, da habe ich nichts gemacht am Anfang. So, wie gesagt. Wir haben zwar von der National Guard eine Ansage gekriegt, wir sind dann aber nochmal drauf gefahren. Dann wurde uns gefragt, da habe ich gefragt, ob man noch drauf kann oder ob es schon zu spät ist. Und dann meinte der eine, warte, ich guck kurz und hat uns das drauf gemacht. Ich ziehe mich nicht um, ansonsten habe ich ein Kack-Outfit an. Ihr kriegt beide eine 3-Tages-Bann aufgrund des Cup-Baiting, Fail für RP, 4 RP, bla bla bla. Warum das Ganze, wenn jemand mit euch Waffen bedroht, habt ihr verdammt zu bleiben, man braucht jetzt nicht Schüsse auf euch feuern, damit ihr eigentlich da stehen bleibt, das nennt sich 4 RP. Ihr braucht nicht rumzubeleidigen und toxisches Verhalten anzulegen, wenn ihr gerade mit einer Waffe bedroht werdet. Ihr braucht dann nicht nochmal aufs Gelände drauf zu fahren, wenn man euch einen Platzverweis geben, das fällt dann unter Cop-Baiting. Soll ich noch weiter ausführen oder reicht euch das? Hiermit werdet ihr für 3 Tage weggebannt. Entbannungsantrag kann euch welche machen, von mir aus keinen. Es sind nur 3 Tage. Also denkt mal euer Verhalten. Und so weiter und so fort. Also sind wir wieder Dienstag im Band, Dienstag, theoretisch. Genau. In 3 Tagen halt. Ja. Dienstag. Genau an 21:46 Uhr. Ja, genau. Gut, ich würde mir okay. Du wurdest an diesem Server gebannt. Ich sag's ja, wir kriegen Band. Sag ich ja. Grund Cop-Baiting, Trolling, Fail-RP. Hab ich schon gesagt, Cop-Baiting, hä?
Ja, gut, 3 Tage ist ja schon aushalten. Gehört Sinaloa eigentlich das komplette Gebiet da? Oh, okay. Gut, das wäre jetzt ungünstig, jetzt nachzufragen. Bille. Wunderschön. Dings hier, Thor, ich glaube, das wird nichts mit Sinaloa. Warum? Ich habe was gehört von dem von Leadership, aber du kannst gerne probieren um gegen 21 Uhr, okay? Ja, was hast du gehört? Mehr. Ja, das ist wegen deinen, wie nennt man das? Deinen zweiten Augen. Bäh. Weißt du, checkst du? Aber wir gucken einfach, okay? Komm um 21 Uhr zur Bewerbungsphase, wenn das PD uns nicht crasht, okay? Ach, ihr habt die Bewerbungsphase heute? Ja, um 21 Uhr heute. Digga, was, als ob die deswegen... Ich finde das so lost. Bille. Wunderschön. Alter, da haben wir ihn ja. Super. Wie geht's, wie stehst du? Super Urlaub, Staatshelde. Weißt du noch, wer ich bin? Ja, pinker Bauarbeiter. Der pinker Bauarbeiter, der dich beschwitzt. Warte. Ja? Ja, Hartmann, ich glaube, ich stehe gerade vor Ihnen, Alter. Nee, das ist... Warte. Verdammte Scheiße. Wir gehen jetzt gleich zu Sinaloa. Warum? Wollt ihr Sinaloa euch vorstellen? Ja, ich wollte auch heute. Weil ja, sind ein paar alte Kollegen, aber... Ja, komm mit. Die meinten 21 Uhr. 20:30 bis zu 21 Uhr. Okay, wollen wir dann in einem Auto fahren? Ja. Fahre ich meins schnell in die Garage. Ja, dann fahrst du mit uns im Volvo mit. Das ist peinlich, sagt er. Ich würde gerne was bestellen, geht das? Was? Ich muss mich auf die Stelle, hallo! Natürlich, Paul, komm mit! Oh. Bro, ich verstehe nicht. Ist das der DJ? Ist das für ein Scheiß-DJ? Digga, was höre ich da? Das ist Gott, Digga, das hört sich abgrundtief. Digga, aber ich check's nicht. Das, ist das der auf der Bank sitzt? Gleich Haus? Wunderschön. Nicht mein Musikgeschmack. Ich würde einmal bitte Ihre Nummer und so mitnehmen. Ja, aber das ist schlecht. Jetzt macht euch vom Acker und fuckt die Leute hier nicht ab. Die Schnauze. Arschloch. Was hast du gesagt? Arschloch. Arschloch. Oh, was? Was? Damit wir einander den Farbmann. Oh, ja, Pablo. Hans Günther, Digga. Die Bewerber warten bitte noch. Wir holen den Standteil ab. Wie hier, der vor mir, der Mann hier, der steht auf Blacklist. Na dann weg. Bist nur. Ja, warte. Das ist Claudio Affe. Ja, du stehst auf der Blacklist, also... Thomas, dann komm du mal rein. Blacklist, nur wenn es einen guten Grund dafür gibt. Jo, du stehst nicht auf der Blacklist, dann geh mal weiter hier zu den anderen. Jo. Komm, ja, so, der nächste kann einfach bitte komm reinkommen. Mit. Dann stell dich mal vor, bitte. Ja, also ich bin Thomas Hartmann. Bin seit 8 Monaten auf dem Start. Woher kommt Sinaloa? Ich schätze mal 3. Italien. Was bedeutet denn für dich Familie? Zusammenhalt, Loyalität und dass man halt untereinander nicht sich streitet oder so. Also dass man als Team halt agiert. Vielleicht kommt ja jemand von euch, also von der Familie dann. Und dann gucken wir, ob er aufhört vielleicht. Warum beginnt ihr schon? AMK. Im Laden und hast so eine Waffe wie Anna hier, so eine Langwaffe. Hast die ausgerüstet, also hättest sie quasi schussbereit. Jetzt kommen in den Laden irgendwelche Zivis rein, 2 Stück, bedrohen dich mit einer Pistole und sagen, Hände hoch, das knallt. Was machst du? Also sie zielen auf mich? Ja, sie stehen da so und sagen, Hände hoch, das knallt. Dann mach ich meine Hände hoch. Und warum schepperst du die nicht? Naja, ich meine, sie müssen einmal abdrücken und ich lieg. Du bist in einem Zug und du fährst auf eine Weiche zu, die nach links und rechts weggeht. Rechts liegt der hässliche Vogel neben mir und links liegen 10 Einser vom Rang her. Wen überfährst du? Ich würde nach links fahren. Du warst auch der, wo Hoovercrips Lieder schaffe, oder? Möglich. Fisch. Stimmt schon. Okay. Hast du Stress in Fraktion? Nee, aktuell nicht. Angenommen, wir sagen dir, du hast bis nächste Woche Mittwoch 150.000 bei der Leadership abzugeben. Würdest du dies so tun? Oder generell, wenn dir gesagt wird, du musst jetzt auf Route XY schnell gehen, wir brauchen Produkt ja XY, würdest du es machen? Ja, natürlich, definitiv. Dann darfst du dich einmal hier oben zum Feuer setzen. Der hat dir gesagt, dass du drin bist, oder was? Draußen bin. Vor allen anderen. Ich bin im D-Funk. Was? Was ja. Bist du? Da steht ja. Da. Ach, Digga, dumm, das ist ja so ein, ey. Du bist wirklich dumm, ja? Ja, boom. Ach komm. Ach. Ihr dürft euch jetzt einmal um 180 Grad drehen. Bitte aufpassen, dass ihr nicht ins Wasser fallt. Sehr geil. Gut. Oh, Digga. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Digga, direkt Blattaugen raus mit denen. Was denkst du? Also ich denke, ich hab's geschafft. Wir haben genauso gedacht. Sein Blatt in. Mein okay, Bester. Ja, das wird doch so. Jo.
Ableitung und schaut das ab, okay? Alle zum Anwesen, jetzt sofort. Jetzt Alle sofort zum Anwesen. Wir brauchen Dietrich hier. Starts, ne? Nein, Mission Row. Mission Row PD. Ja, wir müssen jetzt los, wir müssen. Den wir rausholen, der sitzt in der U-Haft immer schon. Lass über die Garage rein. Lass alles vorne fahren. Sollen wir nicht einfach jetzt hinten? Nein. Man kommt da von vorne aber auch rein, lang einfach. Jetzt rein nach. Schnell. Wo ist Anna? Meine Tür auch noch auf. Ich bin hinten. Ja, wir kommen hier. Komm. Hä? Dann mach doch auf. Anna! Du musst aufnehmen. Mach auf, Anna. Hey, what the fuck? Hey, wie ist Anna reingekommen? Wie bist du gerade reingekommen? Nein, ist nicht offen. No. Wir müssen durch die Garage. Da liegt doch ein. Hat doch ein Dietrich. Stopp. Ach, wer hat den? Ich kann nicht. Wir müssen durch die Garage. Wer hat den Dietrich? Garage. Dann muss hier jemand das Geilste. Anna, komm raus. Die Tür bricht auf. Da ist jemand auf dem Berg, der callt. Ja. Ich steig aus, Achtung, Garage hoch. Das heißt eigentlich für mich. Anna, mach weiter. Nein, stehen bleiben. Sinaloa. Garage ist offen. Hier ist einer im Auto, Im Auto. Ich mach die nächste Tür auf, komm her. Er hat einen Dietrich. Nächste Tür. Ja. Ich liebe euch. Halt die Tür. Ich hab keinen Dietrich mehr. Aufmachen. Halt die Tür auf ihm, Bei mir ist die Tür offen. Jungs, ich muss gleich hinten gucken. Leg doch mal. Übergib mal schon das Messer hier rein. Gib mal schon das Messer hier rein. Sind die draußen? Hab ich weiß nicht, das ist nicht mal eine Sperrzone. Einer will gucken, ob oben welche sind. Ich liebe euch, die sind die besten. Hey, jetzt, ist auf. Die ist nicht auf dem Trab. Dann trab mich aus. Wer ist denn hier hinter uns mit der Jeans? Hä? Wer ist denn der eine Typ hier? Hinter euch mit der Pumpgun. Wer ist denn das? Mach den. Raus hier, hallo. Raus. Alle raus. Garage. Wir bleiben jetzt einfach hier in der Garage, Jungs. Einfach in der Garage bleiben. Lasst nicht das Tor aufmachen. Warten, wir können um aufs Dach. Aufs Dach. Ja, komm. Wir können um aufs Dach. Geht die Treppen hoch. Aber da sitzen wir dort auch fest. Es muss einer oben die Tür aufschließen. Sollen wir jetzt hoch oder nicht? Ich auf dem unteren Stock, dass das Dach nicht auf ist. Einer bleibt hier und guckt, dass keiner Crossfire ist. Die kommen alle. Nein. Bitte Kanalisation. Hier rein. Links. Die kommen. Wir müssen weiter in den Tunnel. Wir können doch da jetzt nicht alle einzeln. Lol, ich hab wirklich die lange behalten. Ja, fahr zum Anwesen. Oder erstmal Schwarzmarkt J-Way. Oder auch nicht. Scheiße, die haben Bewerbungsphase, oder gerade? Ist hier gerade Bewerbungsphase bei Kanon? Ja. Ich geh rein, okay? Ich darf das ja bestimmt. Bruder, der wird so getötet. Guck mal, wer kommt einer! Alles klar, Jungs, dann Ich eher nicht. Achso, ja, mit. Hey, Digga, wie viel? Ey, Tom! Was machst du hier? Guck mal, die haben nur vier Plätze frei, ne? Ach du Scheiße, haben die wenig Platz. Thomas Hartmann, die Tröte kommt auch. Ach, Digga, Scheiße. Was sind so deine Ziele hier in Kanon? In Kanon? Kanon. Ja. Er hat Kanon gesagt, wir haben den umgeschossen. Thomas Hartmann als nächstes. Was Jason nennt? Thomas Hartmann, Abfahrt.
Dann stell dich mal vor. Ja, also ich bin Thomas Hartmann, bin seit Juli auf dem Start, war schon in 3 offiziellen Fraktionen, Galaxy, Sinaloa und das LCN. Dann warum sollten wir dich annehmen? Dann bin ich noch sehr aktiv und auch sehr fleißig, was das Farm angeht auf Routen. Weißt du, aus welchem Land wir kommen? Manisches Reich, Türkei. Ja. Knapp. Ist schon nah dran. Was macht dich so charakterlich aus? Ich würde sagen, sehr fleißig, was das Farm angeht. Und sehr loyal auf jeden Fall. Und was bedeutet für dich Loyalität? Ja, also dass man immer zusammenhält, alles für die Familie macht, indem man loyal sein will, nicht anlügt. Und dass man auf jeden Fall nicht hinter dem Rücken dann irgendwas Schlechtes oder anderes erzählt. Was ist Kanon? Ein Kartell. Ich lasse mal das hinstellen. Ah, okay, gut. Danke. Hallo? Bitte. Hallo. Hallo? Der. Ja, chill doch mal, Julian! Bruder, rede 10 Sekunden Fall. Nicht, Digga. Boah, jetzt eure Meinung, wen ihr auf jeden Fall erst mit drin haben würdet. Dann haben wir den Mann, der da steht im Guard, also mit Schwarz angezogen. Okay, die weniger halt, oder wie man das nennt. Dann okay. Haben wir den Herr in weißem Sack. Hier Thomas Hartmann. Hier Thomas Hartmann. Okay. Ey, ihr seid Setzvorsteller. Wir sind 31 Mann. Einer auf Warteliste, der auf jeden Fall reinkommen wird. Das heißt, wir haben 3 Plätze frei. Ich werde jetzt erstmal den Leuten, die es leider nicht geschafft haben, Bloodout, die Ablehnung geben. Sollen wir uns drücken? Warte, sollen wir uns ich mach's einfach ganz schnell. Sollen wir uns töten? Du hast nicht die falsche Nein, er hat den falschen erschossen. Nein, ist nicht tot. Ja, also ihr habt ja alle so viel geschluckt, ne? Jungs, ich stelle alle wieder in der Reihe. Hab schon was dazu gesagt, dass ihr euch verrücken dürft. Gott, Digga, was ist das? Galoon! Pablo, persönlich kennenzulernen, Ole. Wir wollen zu euch, in eure Fraktion. Ich will überhaupt nur a Frog. Wieso schaut's hier aus, als wäret ihr schon in der Frag? Das ist unsere Freundin, aussieht. Achso, okay. Wollen wir einfach wegrennen? So, was ist das für eine Hut? Sasa, Lana, wir gehen. Sasa. Okay. Die Schrottplatz hier. Digga, wie ihr redet, das ist so geil. So, ihr macht euch aus unserer Hut raus. 10 Minuten, sonst macht's bum bum. Digga, aber wisst ihr, wie krass solche Leute bei uns abgefuckt haben? Ja, Sasa, das ist eine gute Idee, dass wir das auch machen. Hier ist unsere Garage. Cowboy, das gehört zu uns am Gebäude noch. Ja, hast du gesagt Cowboy zu mir? Ich zeig dir mal, was für ein Cowboy ich bin. Ey, bist bescheuert. Ey, ganz ruhig. Du hörst auf, damit das heißt, sonst muss ich mit dem anderen Waffe kladden. Lass doch den armen Jungen in Ruhe, gucken die doch mal an, wie unschuldig er aussieht. Ich sehe nur Hässlichkeit. Du machst einmal deine Hände sofort auf. Du machst sofort deine Hände auf. Hallo? Deine Hände hoch oder ich schieße. Okay, schieß. Was habt ihr mit denen gemacht, Alter? Wie das heißt, wir haben Colton und er hat nicht seine Hände hochgemacht. Wir können nichts ändern. Ihr Mörder. Ihr, wer seid ihr? Wir sind niemand. Vertell dir niemand. Wer mag auch noch sprechen, wenn er so sitzt weg. Wer mag auch noch sprechen, wenn er so. Ey, ihr weiß, lass mal was sagen. Wie wär's denn immer einfach alle aussteigen, die Hände hoch, ne? Aussteigen aus knallt erst, Sex, ganz einfach. Genau. Aussteigen aus, knallt. Aussteigen und ziehen. Eine falsche Bewegung und der Tod, ja, macht alle. Der andere auch. Flosse noch! Wir Pumper hier! Die Southside hält zusammen, okay? Ja, nicht loslaufen, sonst knall ich dich um. Verstanden, Herr Mano? Ich nehm die Westen, Jungs. Ja, ich hol mir bei James wieder. Kommt hier hin, um wieder abzufacken. Was ist los mit euch? Hey, wir haben wir haben nicht mal mit denen geredet. Nein, was euer Scheiß bei mir? Jungs, ganz einfach. Rum, also darf man hier, man darf hier nicht nein, durch. Nein, ihr knallt hier dagegen, ihr fahrt hier rum, als wir das Euro hier. Aber Jungs, dürft ihr euch mal eben erzählen, warum wir denn überhaupt am Ende geschossen haben? Seid mal leise. Ich hab auf gelbe Seiten geschrieben. Hype, aber Vorbereitung war halt schon leck. Aber woher wusstet ihr denn, dass ich das, also warum wolltest du mich denn an? Ich hab doch gerade eben seinen Namen gesagt, wo er noch im Auto saß, was hier. Nein, eben nicht. Wer mag auch noch sprechen, wenn er... Aber kurze Frage, warum hast du auf gelbe Seiten geschrieben, Thomas Hartmann anrufen? Thomas Hartmann, schwein nicht zu sein! Nee, wer sollst du sein? Kennst du, schau mal. Nie gehört. Bist du in der Fraktion? Eben niemand, Kartell bin ich. Also du bist nicht bei Kanon oder so. Das heißt, wenn ich jetzt Fabi frage, ob du bei Kanon bist, sagt er nein? Er verleugnet seine Fraktion gerade, crazy. Du bist im Farbeimer gefallen, guck mal deine Haare an, Junge. Du hast weiße Farbe im Gesicht, hä? Also ey, Junge. Du bist hier nicht schon Rederecht.
gesagt. Eben, Southside, wenn ihr hier, wenn ihr Krawall machen wollt in der Stadt, nicht in der Southside, okay? Southside gehört uns, Große. Ja, Southside, das ist, Southside steht bei uns groß geschrieben, okay? So, ich glaube, ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich bin Fikret Dragovic und ich will, ich packe euch alle drei am Hals, okay? Ein Scheiß. Das hier, guck mal nach, wer das ist. Ihr habt Maskenverbot, ihr habt Maskenverbot. Ihr habt Maskenverbot. Bleib mal stehen, Thomas. Okay, vielleicht. Oh, Bro, du brauchst, glaube ich, ein Rap-Kit, oder? Ja, was? Schau mal. Was hast du dafür super gemacht? Du hast jetzt so nein, okay. Check mal aus dem Auto aus, Mann. Was mit dir? Nee, Mann. Ja. Nein, steig ein, Mann. Wenn du dich erst bist, Thomas, steig ein. Schade, schick wohin, Thomas. Komm, steig ein. Verpiss dich. Ich will mal eine Runde fahren mit dem RS6. Mein Gott. Thomas, ja, Thomas, ist so unangenehm. Weg, gib ihm seinen Wagen wieder, Digga, der Arme, der hat ja nichts gemacht. Ja, Thomas, ich gestiegen. Hab geklärt, Homie. Thomas, Alter, hier, Homie, Mann. Homie, Mann, das war nicht so gemeint, Homie. Egal, Homie. Ich fahr mit dem Teil, ich fahr mit dem Homie, ey! Was für die Scheiße! Hey, Thomas, du hast das einzig Richtige gemacht. So, das kannst du abbauen, bevor die Vergangenheit Kanu-Kartell rammt uns. Ja, alles gut, ich bin jetzt in meinem RS6 und fahr jetzt hoch zu meinem Wesen. Ah, tanken wäre gut. Warum Jungs, das? Warum bittest du mich immer wieder? Warum hast du mich unterbittet? Das hab ich auch mal durchgefunkt. Das hab ich auch durchgefunkt. Hallo, bleib doch stehen. Digga, komm zum Anwesen, wenn ihr reden wollt, aber nicht mit mir. Bleib stehen, bleib aussteigen, aussteigen. Warum bittest du? Warum fährst du mich um? Rede doch einfach. Ich hab dir doch deine Karre wiedergegeben. Was ist denn? Ja, wenn du hinter mir stehst, hol doch. Ey, warte, warum bittest du? Oder Tyvis, du hast davor seinen Wagen geklaut. Ja, hab ich ihn danach wiedergegeben. Ey, zieh mal die Maske ab, ja, zieh mal bitte deine Maske ab. Hey, du hast doch auch Maske ab. Nein, Zieh mal deine Maske ab. Warum sollte ich? Ihr habt doch auch Maske. Zieh mal deine Maske ab. Ja, dann zieh ich auch meine Maske ab. Ja, hab ich auch. Du bist mal Southside, zieh deine Maske ab. Zieh mal eure Fresse hier, zeig mal deine Fresse jetzt. Du redest nicht. Guck mal, wie kann man aus so einer unnötigen Sache so einen Traum? Ich weiß gar nicht, wo die wohnen. Was macht der denn? Hä? Wer ist das? Wir wollen das hier nicht eskalieren lassen, wir wollen das aufklären. Ja, Quatsch, merk selber, oder? Genau, was hat er denn gemacht? Erzähl mal. Wenn nicht der hier meinte, einen von unseren Jungs bitten zum Kümmern, als wir dann da hinkommen sind, halt erkannt gehabt als Person, die gestern als Niemand-Kartell unterwegs war, an der Southside und rumgeballert hatte. Nicht einen Schuss abgegeben, ja, genau. Ja, allein die Aussage, dass er sich die Westen von James wiederholt, ist auch ziemlich frech. Aber doch gestern schon geklärt, dass das einfach eine dumme Aussage war. Zu gerade eben, der Abschlepphof wollte gerade meine RS6 abschleppen. Auf einmal kommt der, glaube ich, mit der Waffe hier. Das war ich. Genau, er kommt an, fragt, wie ich heiße. Dann habe ich halt Thomas gesagt. Er meinte, ja, verrat mal deinen Nachnamen. Da habe ich gesagt, nee. Warte. Ich habe gesagt, aus Interesse würde ich gerne mal deinen Nachnamen wissen. Ich war nett zu dir. Also ja, rein aus Interesse meinen Nachnamen wissen. Und dann habe ich ja gesagt, ich will den nicht unbedingt sagen. Einfach, keine Ahnung, wenn ich überall meinen Namen rumschreien. Und ja, dann ist der einfach in mein Auto eingestiegen. Ich musste ihm irgendwie 20 Mal sagen, dass er bitte aussteigen soll. Und weil der Vagos-Typ zu ihm gesagt hat, er soll aussteigen, ist er dann irgendwann ausgestiegen. Dann bin ich eingestiegen und dann hat er sich die ganze Zeit hinter mein Auto gestellt und dann bin ich halt rückwärts gefahren. So. Du warst ja der irgendwie einen Schrei provoziert hat. Ich meine, einfach in ein Auto zu steigen, was er ihm nicht gehört und dann noch nach 20 Mal oder egal wie oft auffordern, das immer noch nicht zu machen, dann verstehe ich nicht genau, warum man das machen muss. Aber dann noch so freche Widerwärter zu geben, wie ich mach das nicht, zieht ihr erst eure Maske aus? Bro, du willst, dass ich aus Respekt meine Maske ausziehe, aber ziehst du das selbst? Ja klar, du bist der Bro, hä? Dann zieh sie doch selber aus, wenn du aus Respekt. Nein, so, warum soll ich die ausziehen, wenn du sie nicht ausziehst? Zu gestern war ja auch, dass es ihr uns da auf einmal callen müsst, obwohl wir nur mit den Crips da geredet haben. Der eine von diesen Crips da frech gekommen ist und der dann halt uns geschlagen hat und dann haben wir den umgeschossen. Dann sind wir weggefahren aber, und dem meinte, Aber, deswegen wurde, wenn man sagt, er soll aufsteigen, er hat sich gemacht und deswegen wurde er jetzt halt am Ende noch einmal weggebittet. So. Also, das gebe ich dazu, ich habe seine Karre genommen, ich habe sie danach wiedergegeben. War mein Fehler. Es geht nur im Prinzip von gestern, dass er in der Southside geschossen hat, dann noch meinte, er holt sich persönlich die Westen von James wieder. Erstens, das mit James habe nicht ich gesagt, ich weiß nicht mal, wer James ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nichts gesagt von, ich hole mir die Westen von James wieder, war ich nicht. Dann erstens habe ich keinen einzigen Schuss abgegeben und zweitens hast du mich gefragt, ob ich von Kanu bin, da habe ich nein gesagt, weil ihr uns gecallt habt und ich Kanu da nicht mit reinziehen wollte, wir Zivi gegangen sind. War, wie gesagt, ist dann nicht da. Ich weiß nicht, was da Zivi abgelaufen ist. Ich war schlafen zu der Zeit. Ich kann da dann nur sagen, dass ich den Jungs einfach sagte, dass sie sich ab jetzt von der Southside generell fernhalten, wenn die da Zivi was machen wollen. Was da jetzt bei Abschlepphof scheinbar ablief, einfach ein Demo nehmen. Der Meinung sein müssen, die Gruppierung
von euch machen zu müssen und da was auch immer dieses Niemand-Kartell sein soll. Oh mein Gott, das war ein Joke! Alter, er checkt's nicht. Klar, ich möchte eine Entschuldigung, du kennst das Spiel. Und ihm auf jeden Fall, wie ich entschuldige, dass er meinen Namen in seinen Mund genommen hat. Ich hab nicht mal deinen Namen in den Mund genommen. Das ist wieder falsch. Doch, hast du. Möchtest du mir gerade sagen, dass ich lüge? Nee. Wenn 3 5-Nenner-Leute sagen, dass du das warst und du dann immer noch sagst, dass wir lügen, also Bruder, ich bitte dich. Oder ich war doch dabei gestern, du hast es gesagt. Ja, ich hol mich bei James wieder. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Er hat doch gerade, der eine hat doch gerade selber zugegeben, dass er das mit James gesagt hat. Er hat es doch selber zugegeben. So, dann kannst du jetzt nach vorne treten mit deinem Kollegen Thomas Hartmann hier. Ich bin James, entschuldigen. Sorry, dass ich einen Fuß in dieses Haushalt gesetzt habe und meine Waffe benutzt habe, um mich zu verteidigen. Es geht nicht darum, dass... Ja, nochmal, ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor, so ich hab da keinen Bock drauf. Das war ja das Lächerlichste, was ich heute erlebt habe. Ich sag allen was, wenn ihr das nächste Mal so frech stehen, hol ich ein Messer, sag den Jungs, zieh die Jungs nach hinten, sag denen, die sollen sich equippen, stech den mit der Schwere direkt ab und dann soll die Hände hoch das Knall sein. Die kleinen Boxen, Digga, ich mach das mal später, wenn ich will. Oh Gott. Klar, das ist auf Seite, die sind auch der MD-13, möchte lernen, der ist wie Maskenverbot da. Alle eingestellt. Ja, genau dort lang. Ja, ist auf Rente. Pass auf. Thomas Hartmann. Herr Hartmann. Hände hoch.